Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal 2. Wir befinden uns gerade gemeinsam mit unserer lieben GLaDOS irgendwo auf dem Weg. Wohin auch immer, wo auch immer sie mich hinhaben möchte. So kann ich dich nicht runterholen, ja. Ich brauche den blauen. Das heißt, den holen wir uns mal zurück. Aktivieren. Da nochmal das Portal und springen runter wie so ein Psycho. Huhu! Hätte ich gleich mal mitnehmen sollen, ne? Also gestern. So viel dazu. Jetzt kommen wir darüber. Das heißt, wir nehmen den orangenen und schießen ihn darüber. Und springen dann nochmal in den blauen rein. Ich vermisse aber ein bisschen das Sprinten in diesem Spiel. Hui. Mittlerweile kann man ja in jedem Spiel sprinten. Außer in diesem hier. Jede Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der hier ist kaputt. Nimm bloß nichts mit. Komm schon. Komm schon. Moment, ich hab doch ein blaues Portal. Was stelle ich mich denn so an? Hä? Ah. Ich nehme mal den Würfel mit. Massenerhaltung habe ich gerade bekommen. Als Erfolg. Hey, ich dachte, er ist kaputt. Ich glaube, dieser wollte gerade sagen, ich liebe dich. Sie sind so empfindsam. Und wir haben so viele davon. Genau dasselbe hast du mit Lily getan. Du Biest. Hat die mich erstmal verarscht? Naja, ich habe Erfolg dafür bekommen. Dafür, dass ich ihn mitgenommen habe. Immerhin. Naja. Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills. Weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Ah, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Okay, huch. Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Bitte, falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr, ich bin gleich zurück. Okay. Du bist scheiße. Was löst sich auf, ne? Löst sich auf. Der Würfel? Der kommt da raus. Ja, gute Frage, nächste Frage. Wie bekomme ich jetzt den Würfel da durch? Weil, der wird sich auflösen, ne? Der wird sich auflösen. Das ist jetzt mal, unschön. Auf dem Boden kann ich ja nichts, ne? Sonst würde ich ihn rüber versuchen, rüber zu schleudern. Ja. Wie bekomme ich den denn rüber? Aha! Hab die ausgetrickst, GLaDOS. Was sagst du dazu, kleine Biatch? So. Stimmt, ich kann nur hier durch, ne? Aha.
So, weiter geht's. Ich muss sagen, die Tests sind mittlerweile echt kurz geworden, oder? Waren die nicht in Portlines ein bisschen länger? Naja, ich habe meine Maus, ich kann mich nicht beschweren. Die Rückkehr, Teil 3. Ich will es auch mal versuchen. Sieht so spaßig aus. Sie erneuert die Mauern. Hey, ich bin's. Mir geht's gut. Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Du warst das, oder? Gut, versuch's jetzt. Glaubst es nicht? Ich lag da einfach so rum, dachte schon, das wäre mein... Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Du siehst übrigens gut aus, so gesund. Versuch's jetzt. Für mich auch. Welcher Vogel ist das zu fassen? Und dann hat er noch... Du hast wohl die Ladekapazität überschritten. Gut, dann senke ich eben die Decke. Au! Achso, das ist der Boden. Ich hab grad gesagt, wieso hänge ich an der Decke? Das ist ja der Boden. Verwirrend. Okay, der Kleine lebt wirklich noch. Okay, dann machen wir das doch einfach so. Au! Mein Kopf. Aber ich glaube, ich muss da vorher noch was machen, ne? Ja. Weil ich glaube. Das müsste doch eigentlich helfen, ne? Ach, komm. Ja. Yeah. Jetzt aber. Das war knapp. Ja. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Das ist gar kein Problem. Du. Ich hab da gar keine Probleme mit. Das kriege ich hin. Okay, so. Autsch. Ja. Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst. Wie ein Adler, ein fetter Adler. Oh, ein fetter Adler, ja. So fühle ich mich gerade auch. Ja, ich habe eine Maus. Hui. Ich glaube, das liegt daran, dass ich gerade im Fenstermodus spiele, weil es angenehmer ist. Viel zum Aufnehmen. Spaß beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Wie nett von dir. Okay, ich muss den Kram unterbrechen, ich verstehe. Und da ist das Viech drauf. Moment, das funktioniert sogar. Wieso werde ich zurückgeworfen? Was soll das? Ich werde zurückgeworfen.
Ach so. Verstehe. Muss da auf jeden Fall noch ein Blau ein bisschen näher ransetzen, dann kriege ich das hin. So. Hab ich dich. Dankeschön. Nein! Wo bin ich? Ja, so einfach wäre es auch gegangen. Okay, pass auf, ich nehme ihn im Flug mit. Ja. Ah, jetzt bin ich schon wieder hier. Ich bin doch gar nicht hier hin. So. Alter, warum will er automatisch immer in ein Loch springen? Ist das extra so gemacht worden, ob man es nicht mehr verfehlt? Naja. Und jetzt? Ist das so eine Sprünge, oder nicht? Das ist eine Kamera. An die komme ich aber gerade nicht ran. Okay. Unten habe ich ja soweit alles hinter mir, ne? Was bringt das, dass ich das jetzt runtersetze? Hä? Muss ja irgendeinen Sinn und Zweck haben, oder? Ich meine, ich kann auch hier vorbeilaufen. Das ist natürlich. Das ist natürlich was anderes, Freunde. Das ist natürlich was anderes. Muss man mir auch sagen. Jetzt muss ich den Stromkreis hier ankommen lassen, ja? Und hier kann ich nochmal einen Würfel. Ja, danke. Mal wieder. Würfel. Wie lasse ich ihn jetzt hier? So, ach so. Okay. Ich muss ihn ableiten lassen. Okay, das kriege ich hin. Da oben ist blau, das heißt, wir packen die mal dahin. Achso, das ist an. Gut, dann kommst du mal mit mir mit. Ach, deswegen war beim letzten ein Herzchen dran. Ach, den hätte ich mitnehmen müssen. Test bestanden. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Draußen sind also immer noch Menschen. Das heißt, es ist einfach nur das Gebäude, das einfach nur am Arsch ist. Und nicht die Menschheit. Hat sich halt niemand um GLaDOS gekümmert. Wollte auch keiner. Oder Roboter beherrschen wirklich die Welt. Und sie hat Sklaven gesehen. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Das ist ein bisschen niedrig, oder?
Ist das so gewollt? Würfel. Würfel. Unser erster Tod. Das wollte ich ehrlich vermeiden. Aber gut. Mittlerweile ist es wenigstens nicht mal an Half-Life angelehnt. Können wir auch speichern, ganz normal? Ja, Spiel speichern. Sehr schön. Das dürfte sehr viel Arbeit ersparen. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Wieso bin ich eigentlich so blöd? Ich mach einfach so. Und dann so. Und dann gehe ich einfach hier durch. Ich habe mir vorher Gedanken gemacht, wie ich dann da hochkomme. Ja, ganz einfach so. Ah, scheiße, da muss der Würfel hin, ne? Da muss der Würfel hin. Orange. Das ist natürlich das Problem, ne? Ach, der fällt immer wieder runter, okay. Dann ist ja klar, was wir zu tun haben. Ah, das ist jetzt ein bisschen kacke. Ich gehe mal wieder hoch. Das mit den Strahlen ist cool. Gefällt mir. Willst du mich verarschen, GLaDOS? Ich habe gedacht, ich kann fliehen. Okay, gruselig. Dann gehen wir nochmal hier rüber. Dann hätte ich auch locker damit fliehen können, ne? Naja. Habe ich nicht dran gedacht. I'm sorry. Wie ich da noch versucht habe, mich rüber zu backen. Damit muss ich nur so machen. Und so. Gott, das ist eigentlich voll einfach. So, dann wollen wir mal rüber. Sehr gut, du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Du bist böse. Ich bin nett. Ich hab dir geholfen. Wieder aufzuerstehen. Aber ich habe dich getötet, das gebe ich schon zu. Wir hätten nur Freunde sein können, aber du wolltest nicht. Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Na toll, die Tür funktioniert nicht. Jemand muss sie wohl reparieren. Bemühe dich nicht. Ich bin gleich zurück. Fass nichts an. Irgendwas passiert doch jetzt, ja. Hey, hier oben! Da waren Vogeleier, die habe ich in den Türmechanismus geworfen. Da war sie zu. Ich... Ah! Vogel, 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 Vogel! Okay, das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat. Er ist sauer. Okay, wichtig ist, wir werden hier bald ausbrechen. Sehr bald, das verspreche ich. Ich muss nur noch austüfteln, wie wir hier ausbrechen. Da kommt sie. Mach weiter mit dem Test. Und denk dran, du hast mich nie gesehen. Ich habe mit dem Türcomputer verhandelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. Er wird nie mehr leben. Okay, das Ding ist also heil. Okay.
Tschüss. So, da ist der blaue, ne? Da ist der gelbe. Das heißt, ich muss den blauen jetzt mal feuern. Hätte mich auf einen konzentrieren sollen. Nein! Warum? Wie mache ich das denn jetzt? Erst mal überlegen. So. Sehr gut. Du warst sogar so gut, dass ich das als Lob in deine Akte eintragen werde. Danke. So viel Platz hier. Sie war gut. Genug. Sie war gut genug, ja. Wie so ein Zeugnis. Er hat sich angestrengt. Gut angestrengt. Zum nächsten Test gehören Geschütztürme. Erinnerst du dich? Diese blassen, rundlichen Geschöpfe voller Kugeln. Oh, ja. Warte, das bist du in 5 Sekunden. Nein! Ziel verloren. Bitte, lass mich runter. Nein, ich lass dich nie wieder los. Willst du meine neue Lilly sein? Ziel verloren. Nein! Oh. Hallo! Die ist so süß. Und tschüss. Und tschüss. Ah. Ups. Ich verzeihe dir. Dankeschön. Aktiviert. Ich liebe diese Dinger. Ich liebe sie. So. Ah, ich sehe schon, ich sehe schon. Die alte Leier. Ups. Oh. Ich wollte nicht mit rein. Verdammt. Suche. Weißt du, komm mit mir mit. Ihr seid so cool. So. Weißt du, wie wir da rüberkommen? Nein! Es tut mir leid. Nein. Oh. Aktiviert. Oh. Ziel verloren. Okay. Tiefschlaf. Hallo. Noch jemand da? Ziel verloren. Was soll das? Ihr seid so cool. Okay. Oh. Ninja-Attacke! So, du stellst dich doch gerne hier drauf für mich, ne? Du bist doch nett. Noch jemand da? Lass mich runter. Ziel verloren. Ach Mann. Nein! Da bist du. Suche. Weißt du was? Guck gegen die Gute Wand. Nacht. Hallo. Hallo.
Ja, von wegen, man darf den nicht in die Augen gucken. Natürlich darf man. Wie sehe ich eigentlich aus? Ich habe neue Klamotten an, ne? Oh, ich habe neue Klamotten an. Aber ich sehe auch ein bisschen besser aus, muss ich sagen. Ich habe nicht mehr diesen Augenfehler. Ah, sie stellen sich jetzt automatisch auf. Das finde ich cool. Dennoch muss ich meinen Würfel holen. Hä? Die Glasscheiben, die irritieren mich. So. Ja, Freunde. Und damit würde ich sagen, die Flucht kann beginnen. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.